So, hier habe ich eine richtig, richtig coole Paintball-Waffe für euch, die sich auch wirklich richtig geil schießen lässt. Es gibt geiles Zubehör dafür. Ja, meine Hunde stressen auch schon wieder rum. Wartet kurz. So, das ist die BTTM 15. Kimme-Korn, sind aus Kunststoff. Nicht schlimm, kann man hochklappen. Hier oben kann man noch ein Visier montieren. Hier unten noch ein Standfuß. Hier hat man natürlich die verschiedenen Schussmodi, welche in Deutschland Dauerfeuer, Automatik ist natürlich nicht erlaubt, ist verboten. Dann haben wir hier die Schulterstütze, die ausziehbare. Dann, ja gut, hier unten ist der Regulator, aber das ist ja normal, ist ja Standard. Ja, hier fällt auch schon das Emblem ab, weil sie lag auch schon ein bisschen rum jetzt eine Zeit lang. Dann können wir hier oben noch, na? Ja, ist ja gut, alles cool. Ist egal, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dann haben wir hier einmal das Batteriefach, zack, Plus-Minus-Pol steht auch dran. Hier unten, wenn man das sehen kann, sieht man die Elektronik drin. Ist halt eine elektronisch geregelt. Ja, was haben wir noch? Was gibt es dazu zu sagen? Hier ist Metall, hier ist ein bisschen Plastik. Der Griff ist aus Plastik, ist okay. Schulterstütze ist aus Plastik. Man muss ja auch ein gewisses bisschen aufs Gewicht achten. Ich habe, wie in meinen anderen Videos, ist noch eine AK-47, die ist halt so, ja, ist halt so ein originalgetreuer Nachbau. Die ist halt wirklich schwer. Also, wenn man damit durchs Gelände hottet, da ist man schon irgendwann echt ausgepowert. Die hier hält sich vom Gewicht her noch wirklich in Grenzen und hat auch die wichtigsten Bauteile hier: Metall, Metall. Die Schienen sind natürlich, die Führungsschienen sind aus Kunststoff. Wie gesagt, Kunststoff, 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 Kunststoff. Aber das Wichtigste ist aus Metall. Kostet natürlich auch ein paar Euro. Aber ja, ist ja gut. Alles gut. Aber ist auf jeden Fall sein Geld wert. Hat ein super Schussbild, das Teil. Es ist wirklich genial. Also das muss ich ja sagen. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn er eine etwas bessere Waffe haben will. Das spielt sich dann natürlich auch in einem anderen Preissegment ab. Das ist nicht wie diese Einsteiger-Kits für 120 Euro mit Maske und Markierer und das ist dann ein bisschen eine andere Hausnummer, ist klar. Aber für jemanden, der öfter spielt, lohnt sich das auf jeden Fall. Für Leute, die halt einmal im Jahr spielen, da reicht es auch, wenn die sich so ein Teil oder beziehungsweise wenn die sich so eine Einsteigerwaffe da im Paintballpark ausleihen. Gut, ich wünsche euch noch einen erquickenden Abend. Ach ja, das Wichtigste vergessen. Na, das Wichtigste ist es nicht. Das Wichtigste ist immer noch das gute Stück hier. Falls ihr Anregungen oder Wünsche oder ähnliches habt, oder lasst mir einfach, abonniert meine Videos, abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, einen Daumen nach unten. Alles vollkommen okay. So, jetzt wünsche ich euch aber noch einen schönen Abend. Bis dann.